Und am Wort ist der Herr Abgeordnete Lorca. Erster Redner dazu, Gerald Lorca, NEOS Gesundheitssprecher. Danke sehr, Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, Hohes Haus. Die Versorgung mit Kassenarztstellen geht durch die Medien jetzt schon seit vielen Monaten. Und besonders im ländlichen Raum kommt es immer wieder vor, dass man keinen Allgemeinmediziner findet für die Gemeinde, dass in ganzen Regionen keine Kinderärzte auf Kasse oder keine oder nur sehr wenige Frauenärzte auf Kasse verfügbar sind. Und wenn man sich das anschaut, dann hat seit 2006 die Zahl der Kassenvertragsärzte um 3% abgenommen. Die Bevölkerung ist natürlich gewachsen. Zugenommen hat lediglich die Zahl der Wahlärzte, zu denen die Patienten gehen müssen, wenn sie eben keinen Termin bei einem Kassenarzt bekommen. Und da muss man sich einmal fragen, warum das so ist. Die Politik hat die Stellenplanung für die Kassenarztstellen der sogenannten Selbstverwaltung der Kassen übergeben. Also die Kassenfunktionäre dealen sich das mit der Ärztekammer aus und da findet jetzt ein Geschäft zu Lasten Dritter statt, nämlich die Kassen und die Ärztekammer machen sich aus, dass es wenige Kassenstellen gibt und beide profitieren davon. Wie funktioniert das? Wenn es weniger Kassenarztstellen gibt, profitiert natürlich die Kasse, weil dann können die Leute nicht zum Kassenarzt gehen, sie müssen es nicht zahlen. Sie müssen maximal Wahlarztkosten erstatten in Ausmaß von 80% des Kassentarifs. Also für die Kasse ist es immer ein Geschäft, wenn der Patient nicht zum Kassenarzt geht. Die haben ein Interesse, wenig Kassenarztstellen zu haben. Aber auch die Ärztekammer hat ein schönes Interesse. Wie funktioniert das auf der Seite? Wenn es wenig Kassenarztstellen gibt, dann haben die Kassenärzte, die es gibt, immer die Hütte voll und da wird eine E-Card nach der anderen gesteckt und so kann man einigermaßen etwas verdienen mit den bescheidenen Honoraren, die die Kassen zahlen. Und die anderen, die im Wahlarztbereich tätig sind, die machen auch ein Geschäft, weil dorthin die Leute ja kommen müssen, weil die kassenärztliche Versorgung nicht ausreicht. Drauf zahlen tun die Patienten, die keinen Termin beim Kassenarzt bekommen. Und da gibt es viele Regionen, wo es ein Thema ist. Zum Beispiel im Bezirk Kufstein haben sie für den ganzen Bezirk einen Frauenarzt auf Kasse. Ja. Ich könnte Ihnen viele Bezirke aufzählen, wo sie auf einen Augenarzttermin 4 Monate oder 5 Monate warten, wenn sie den beim Kassenarzt haben wollen. Und wenn natürlich Leute 4 Monate warten müssen oder 5 auf einen solchen Termin, dann werden sie eher bereit sein, privat etwas draufzulegen. Und das ist das Geschäftsmodell, wie die Kassen und die Ärztekammer zu Lasten der Versicherten ihre Verträge abschließen. Und deswegen will mein Antrag, dass dann, wenn die kassenärztliche Versorgung nicht ausreicht, der Patient, der Versicherte zum Wahlarzt gehen kann und die Kasse das übernehmen muss. Das würde nämlich bei der Kasse eines auslösen, dann würden die nachdenken, oh, was müssen wir tun, dass uns die Kosten nicht davonrennen? Wie können wir die kassenärztliche Versorgung so sicherstellen, dass mir nicht solche Wahlarztrechnungen hereinschneien? Im Ausschuss ist mir gesagt worden, ja, das ist ja völlig verfehlt, dann würden ja alle Wahlarzt werden. Entschuldigung, Sie schauen die falsche Seite an in diesem Geschäftsmodell zulasten der Patienten. Wir müssen einen Druck auf die Kassen aufbauen, dass die Versorgung der Patienten verbessern. Und das geht nur, wenn der Patient ausweichen kann. Wenn ich immer ausgeliefert bin, hilflos, dieser Zwangsversicherung, die ich nicht auswählen kann, dann haben die mich in der Hand und dann können die mich auch kurz halten und können die mich zum Wahlarzt drängen. Daher wäre es richtig zu sagen, wenn die Patienten von den Kassen keine ausreichende Versorgung bekommen, dann können sie auch ihre Wahlarztrechnung in voller Höhe bei den Kassen abrechnen. Dankeschön. Am Wort ist die Frau Abgeordnete Bovisel. Sagt Gerald Lorca, Sozialsprecher der NEOS.